Filinch gegen Klaassen beim Sprungball und die in Lila gekleideten Veilchen. Und Göttingen hat bislang einen guten Job beim Rebound. Das war im Hinrundenspiel ein Riesenproblem. Jung geht durch und schlägt hinein. Erstes Highlight dieser Partie. Gegen eine Top-Defense musst du leichte Körbe machen. Ballverlust und das Foul. Gegen eine Top-Defense musst du leichte Körbe machen. Ballverlust und das Foul. Wow, Washington schon in der Wurfaktion beim Foul. Das ist echt interessant. Hier erst einmal die guten Hände von Washington. Und Stellette, Hume, kommt vorbei an Sergius und schlägt hinein. Vielleicht soll er das heute machen, Bodi Hume. Der Wurf von der Dreierlinie, von der Freiwurflinie noch nicht stabil. Aber das ist das zweite Mal, dass er die Murmel einschlägt. Livingston. Peter Žugić, in der letzten Saison noch mit Ulm deutscher Meister. Und jetzt häufen sich die Fehler. Und das nutzt Würzburg zu leichten Punkten. Und so schnell geht's. Jetzt hat die Führung gewechselt. Žugić. Und heute, bis auf ein paar Ausnahmen, sieht das eigentlich auch ganz gut aus. Žugić. Ensminger. Gut gespielt. Gegen Hoffmann auch nicht mehr viel Zeit auf der Shotblock. Žugić nimmt sich den schweren. Žugić macht den schweren. Guter Offensivrebound. Tisovic. Aber nur eine Frage der Zeit, wann der Australier seinen ersten Dreier trifft. Livingston für den Tabellenvierten. Schöne Hesitation. Gibson kommt durch. Gutes Spiel vom 25-Jährigen, den die BBL auch so ein bisschen ein Schaufenster ist. Livingston. Ja, das ist einfach stark. Washington. Schwerer Wurf von Isaiah Washington, aber den macht er. Guter Block von Klaassen gegen Cilic. Sergius für drei. Der Assist von Washington. Und das ist jetzt Würzburger Basketball. Sergius mit seinem zweiten Dreier. Nur noch ein Zehner Rückstand für die Gäste. Jung. Wenn der heute aus dem Feld punktet, dann ist es von oben nach unten. Sein dritter Dank, 6 Punkte. Washington gegen die Julius. Beide extrem kräftig. Beide ganz starke Oberkörper. Der Offensivspieler gewinnt das Duell. Jung, nochmal. Das ist, glaube ich, das, was Bodi Hume der Mannschaft heute geben kann. Ihn jetzt als erster mit 3 Fouls belastet. Gibson, Stil von Livingston. Hume muss aufpassen, dass es kein Unsportliches wird und dann zu sehr auf dem Zahnfleisch zu gehen. Livingston. Drei Extrapässe und dann den komplett freien Wurf versenken. Ukrai. Ensminger. Ja, das ist schlecht. Ballverlust. Livingston. Hat sie. Wer Würzburg. Ensminger stark. Mönninghoff gegen ihn zu stellen.
jetzt die Rotation. Und dann ist, wenn die Mannschaft das braucht, dann kann er in den Dominator-Modus schalten. Und heute ist das so. Lukic ist einfach physischer als Schilinc, der mir dazu soft ist. Und dann Livingston mit seinem vierten Assist. Lukic. Ganz, ganz wichtig. Also das in Anführungszeichen Experiment Mönchengladbach gegen Livingston ist beendet. Mönchengladbach raus. Hier sehen wir nochmal Žugić. Da haben wir das Duell der beiden Center. Und das macht er diesmal gut, der Lette. Dreht sich zu seiner rechten Schulter, schließt mit links ab. Wollen tatsächlich nach innen gehen, so wie es Foucault in der vorletzten Auszeit gesagt hat. Und der Australier löst das. Schilinc verteidigt vom kleineren Hofmann jetzt nach dem zweiten Switch. Und Schilinc ist mir einfach. So, hier haben wir ihn gegen Washington. Dann kommt Hofmann und sagt: Ich nehme dich da weg, dann ist das Mismatch nicht ganz so groß. Sehr überschaubar. Washington, der sieht gut aus, der ist gut. Für Julius. Tisovic. Ja, der macht das richtig gut mit dem Spin-Move und dem Finish. Washington. Oh, so langsam wird es Zeit. Ja, hat er sich fast. Für Julius. Schilinc. Setzt sich dann doch mal durch am Brett. Es ist nach wie vor noch alles drin für die BG Göttingen. Schilinc nach dem Switch gegen Livingston. Und das ist so, so tough. Ganz wichtige Szene, 1,50 vor dem Ende. Coach Foucault wie im Handball, ich könnte es mir fast vorstellen. Livingston. Schilinc ist so dicht drauf, wie es ne irgend geht. Und dieser Otis Livingston ist einfach unglaublich. Heute auch wieder eine Vorstellung, die seine Karten im Rennen um die wichtigste Auszeichnung dieser Liga. Gibson. Žugić. Der würde noch zählen, aber er ist nicht gut.